Hallo allerseits. Na, sitzt ihr bequem? Dann können wir ja anfangen. Es war einmal ein alter Esel. Der war seinem Herrn davongelaufen, weil der ihm nichts mehr zu fressen geben wollte. Und als nun der Esel so über die Landstraße trottete und nicht wusste, wohin, da traf er drei Leidensgenossen, denen es ganz ähnlich ergangen war. Einen alten Jagdhund, eine alte Katze und einen alten Hahn. Die vier überlegten nun, was zu tun sei. Ich habe eine Idee. Wir gehen nach Bremen und werden Stadtmusikanten. Dann bekommen wir ein Dach über den Kopf und zu essen. Die anderen willigten ein und sie machten sich auf den Weg. Sie konnten aber die Stadt Bremen nicht an einem Tag erreichen und abends kamen sie in einen Wald. Wir sollten hier irgendwo übernachten, sagte der Hund. Und der Hahn flog auf einen Baum und hielt Ausschau. In der Ferne entdeckte er ein Licht. Und als sie weitergingen, standen sie bald vor einer hell erleuchteten Hütte. Die Hütte aber war ein Räuberhaus. Drinnen saßen die Räuber am reich gedeckten Tisch und ließen sich's wohl sein. Den hungrigen Tieren lief das Wasser im Munde zusammen und sie überlegten, wie sie es wohl anstellen müssten, um die Räuber aus der Hütte zu jagen. Und endlich fanden sie ein Mittel. Der Esel musste sich mit den Vorderfüßen auf das Fenster stellen, der Hund auf des Esels Rücken springen, die Katze auf den Hund klettern und der Hahn flatterte der Katze auf den Kopf. Dann fingen sie alle an, Musik zu machen. Der Esel schrie, der Hund bellte, die Katze miaute und der Hahn krähte. Und dann stürzten sie alle durch das Fenster in die Stube hinein, dass die Scheiben klirrten. Die Räuber fuhren bei diesem entsetzlichen Geschrei in die Höhe. Sie dachten, ein Gespenst käme herein. In größter Furcht flohen sie hinaus in den tiefen Wald und ließen sich nie wieder blicken. Die vier Musikanten setzten sich an den Tisch, aßen und tranken, was übrig geblieben war, freuten sich über den Erfolg ihres ersten Konzerts und legten sich schlafen. Es gefiel ihnen so gut in der Hütte, dass sie gar nicht wieder heraus wollten. Und so vergaßen sie ganz, dass sie ja eigentlich auf dem Weg nach Bremen waren. Tja, das war's. Schlaft schön.